Zweiten Brief. Diese Schrift konnte ich, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz lesen. Das, was ich lesen konnte, habe ich hier mir langsam draufgeschrieben. Lieber Andi, ich wünsche mir für den Star meines Lebens das Lied von Karel Gott. Mein Star des Lebens ist Sophie. Ich sage ihr Danke. Danke, dass es dich gibt. Viele Grüße aus Speyer, dein Philipp. Und mein Wunsch ist eben der Titel von Karel Gott, Star meines Lebens. Da haben wir noch gar nicht gefragt heute Nachmittag. Wer möchte das denn singen? Star meines Lebens von Karel Gott? Ich würde sehr gerne. Nicht einfach zu singen? Andi, der Azubi kann auch ganz gut singen. Der Azubi kann auch ganz gut singen? Ja, habe ich gehört. Du willst das singen? Sehr gerne. Du drückst drauf und singst? Ich kann ja auch selber drücken gleich. Natürlich. Ja? Dann kannst du auch selber singen. Ja, so lieber Philipp, du hast einen ganz lieben Brief für deine Sophie geschrieben. Als Dankeschön kommt dieser Titel, gesungen von einem jungen Mann, der wirklich eine göttliche Stimme hat. Der Star meines Lebens. Ramon Roselli. Du gehst vorüber und ich muss hinsehen. Zwei lange Beine gehen da vorbei. Wo diese Beine wohl jetzt hingehen? Sie gehen vorüber und ich hol sie ein. Du drehst dich um, ja, das ist ein Zeichen. Auf einmal seh ich himmelblau. Ich werd das große Ziel erreichen. Gibt für mich keine andere mehr. Wow, du bist schön und wunderbar. Du bist der Star meines Lebens. Es gibt für mich jetzt nur noch dich. Ich muss vor Leidenschaft vergehen. Du bist schön, wenn ich dich seh. Gehen meine Wünsche auf die Reise. Ich fahr mit dir auf eine Insel im Glück. Und dann ist auf der Insel im Glück die Liebesmusik schön. Wow! Dankeschön. Dankeschön. Ramon Roselli singt Karel Gott für den Philipp und die Sophie. Vielen, vielen Dank. Darf ich dich jetzt wieder zur Maschine rüber bitten? Du, einen Wunsch haben wir noch, obwohl wir ja gar nicht wissen, welches Lied jetzt kommt. Dann sind wir mal gespannt. Brief, meine Damen.